Hallo und willkommen zurück zu Shining Ninjas Let's Plays und Risen 3 Titan Lords. Ja, in der letzten Folge sind wir hier auf, wie heißt die Insel? Kalador angekommen und sind mit einem der Dämonenjäger hier in die Festung hinein und wollten hier mit den Magiern sprechen, da dies eine Fraktion ist, mit denen ich mich verbinden kann. Das macht man doch nicht! Gut, wenn er nur das sagt, dann... Die Magier schafften es, einen Strahl der Sonne in einen Kristall zu binden. Was für eine magische Glanzleistung. Heute liegt das gute Stück noch immer im Magierturm auf Taranis. So etwas gehört sich aber nicht! Ja, in der letzten Folge hatte ich ja dann noch eine Quest von Wilson angenommen. Das macht man doch nicht! Und habe endlich auch gelernt, zu schmieden. Oh Gott, was tust du da? Oh Gott, das siehst du doch. Und da hatte ich mir... So etwas gehört sich aber nicht. Ein Langschwert von ihm gekauft. Oh Gott, was tust du da? Und dieses auch so gleich abgegradet. Und das macht richtig viel Schaden. Ich habe mal gegen den Scavenger gekämpft unterwegs. Und das macht richtig Spaß. Das macht man doch nicht. Ja, lass mich durch. So, wenn ich mit dem Magier gesprochen habe, wollte ich als nächstes dann mal eine Nacht schlafen. Hallo, Sam, eine harte Entscheidung. Starker Spruch. Du. Ein Schattenlord hat mir meinen Geist geschoren. Machen wir erstmal das. Tränke, Alchemie, Ritualmeister. So, bevor ich aber mit dem spreche, ich glaube, ich mache das vielleicht lieber gleich. Ich weiß nämlich nicht, wovon das abhängig ist, dass ich hier in diese andere Welt komme. Story-Erfolg, Level... Ich weiß es nicht. Boah, voll die Krähe am Fenster vorbeigeflogen. So, Seelenstaub. 5 Stück brauchte ich, dann konnte mir mein Typi was... Boah, ich kann hier nicht speichern. Besorgen. Und man kann hier falsche Wege langlaufen. Und dann passiert das. 3 Stück. Seele minus 1. So, ich lade nochmal. Vielleicht bin ich schneller. Vielleicht ist es wirklich nur eine Zeit, die ich hier sein kann. Und nicht eine Entfernung. Also, es gibt auch Abschnitte, wo ich nicht hinlaufen darf. Dann bin ich nämlich gleich weg. So, bei jedem Schmetterling liegt hier von diesem Staub was. Deswegen renne ich jetzt mal von einem zum nächsten. Nein, den habe ich nicht gekriegt. Vielleicht hätte ich da unten das Wasser laufen sollen. Aber egal. So, speichere ich nochmal, weil ich sollte ihm ja 3 geben. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Gut, dann halte still und schließe deine Augen. So, nun bist du ein wenig menschlicher geworden. Wie hast du das gemacht? Das bleibt mein Geheimnis. Doch solange ich unter deiner Flagge segle, kann ich Seelenstaub für dich eintauschen. Okay. Okay, jetzt kann ich das Bett auch ganz normal benutzen. Dann würde ich doch mal storymäßig weitermachen. Oh, es ist aber ein bisschen Zeit vergangen. Ich könnte mir ja mal so eine Fackel in mein Inventar runterziehen. Also, wer sagt's? Wer sagt's denn? Hammer und Meißel. Da hängen noch ein paar Messer an dem Fass. So, Erik.
Ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Ja, ich ahnte schon so etwas. Ich sehe es in deinen Augen. Das ist nicht gut. Ja, ich könnte mir auch etwas Besseres vorstellen. Wie ist das passiert? Das ist... Ich habe Zeit. Wir waren auf Schatzsuche. Unser Weg führt am Ende der... Eine Totenkopfhöhle. Und in ihr fandet ihr ein großes Tor aus reinstem Kristall. Ja, den Rest scheinst du ja zu erahnen. Diese Totenkopfhöhlen wurden überall in der Südsee gesichtet. Mich erreichen hier unzählige Berichte von Menschen, die von Schatten gejagt und getötet wurden. Nicht selten wurde ihnen nur der Geist genommen, um sie gefügig zu machen. Allein deinem starken Willen ist es zu verdanken, dass du noch Herr deiner Sinne bist. Die meisten erliegen den Angriffen der Schatten und werden in kürzester Zeit selbst zu einem Schergen der Unterwelt. Du bist erstaunlich weit gekommen. Wie traurig für dich, dass dir das alles nichts nützen wird. Ich will kein Scherge der Unterwelt werden. Du musst mir helfen, meinen Geist zurückzubekommen. Du musst? Es ist nicht so einfach, mein Junge. Das Schattenreich ist voller Mysterien und Täuschungen. In einem Moment scheint alles klar. Und im nächsten liegt über allem der Schleier des Vergessens. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Die alte Kultur von Kalador war hochentwickelt und hat möglicherweise das Wissen, was wir dazu bräuchten. Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle. Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Lass dich nicht von dem Staub der zerfallenen Ruinen blenden. Dieses Land birgt auch heute noch eine große Macht. In seiner Blütezeit verstanden die dunklen Krieger von Kalador noch die höheren Zusammenhänge der Titanenkriege. Sie konnten die Titanen aufspüren und kannten die wunden Punkte ihrer Meister, der Titanenlords. Die Nachkommen der großen Krieger von einst haben auch heute noch diese Kraft. Ich zündete die grünen Feuer und sah, wie sie in das Land ihrer Ahnen pilgerten, auf der Suche nach ihrem Schicksal. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, sich wieder an ihre alte Stärke zu erinnern. Jetzt, wo die Schatten über unser Land kommen, brauchen wir sie mehr denn je. Ich will mich hier noch nicht zwingend mit denen verbinden. Ich bin noch nicht sicher, ob ich mich denen verbinde oder den Magiern oder so. Das Wissen von Kalador soll mir helfen? In den Ruinen des Landes liegen wahre Schätze vergraben. Die dunklen Krieger waren sehr weise. Sie kannten sich aus mit den Mysterien des Schattenreiches. Das alte Wissen, was sie in ihren Gebäuden gesammelt haben, liegt oft noch völlig unberührt in ihren Ruinen verborgen. Wenn du die richtigen Schriften findest und zu mir bringen kannst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen, deinen Geist zurückzubekommen. Ah, die alten Wissen. Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Ich glaube, es ist für sie so etwas wie eine letzte Chance, das Land zu verlassen, wenn Kalador fällt. Die dunklen Krieger werden es so lange dort unten vor Anker liegen lassen, bis Kalador befreit ist. Es sei denn, jemand kommt und zeigt ihnen einen Weg, etwas Großes mit ihrer Fregatte anzufangen. Dazu müsste es aber schon einer von ihnen sein. Ein Dämonenjäger. Wie kann ich... Unsere letzte Schlacht führten wir im Norden des Landes. Die Totenkopfhöhle dort oben wurde von meinen dunklen Kriegern ausgeräuchert und das Kristallportal zerstört. Doch haben wir schwere Verluste erlitten. Viele sind getötet worden und viele sind geflohen. Viele
sind bisher nicht zurückgekehrt. Jemand muss ihnen helfen, ihren Weg wieder zurück in die Zitadelle zu finden. Den Zauber habe ich hier in der Zitadelle gefunden. Wenn man weiß, wie man es anstellt, ist es einfach. Der Zauber bringt den Kristall zum Schwingen, bis er überladen wird und in tausend Teile zerbirst. Komm mit, ich zeige es dir. So, und jetzt zeige ich dir, wie man den Zauber wirkt. Pass gut auf. Jetzt schwingt der Stein oder was? Und jetzt du. Ich werde es versuchen. Sehr gut. So, nun solltest auch du ein Kristallportal zerstören können. Danke. Ich kann es kaum erwarten, die Dinger zurück ins Reich der Schatten zu sprengen. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Könnte auch. Ja, ich kann dich die alten Zauber der dunklen Krieger lehren. Wenn alle Dämonenjäger wieder in der Zitadelle versammelt sind, werden wir den alten Bund in einer feierlichen Zeremonie erneuern. Wenn du dann dabei bist, kannst du bei den Dämonenjägern ebenfalls aufgenommen werden. Verstehe. Also das muss ich die Leute hinbringen. Wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte. In einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht soll es das letzte Mal aufgetaucht sein. Burgruine im Westen, Grimoire finden. Sollte ich hinkriegen. Gut, aber sei wachsam. Aus der Gegend wird mir nur Schlimmes berichtet. In unserer letzten Schlacht ist einer der Schattenlords in den Westen geflohen. Bestimmt ist er da noch irgendwo. Werd's mir merken. Okay. So ganz weiß ich noch, also ich hatte jetzt bisher noch nicht so die Frage, möchtest du uns beitreten oder den anderen? Wahrscheinlich muss ich mir jetzt hier erstmal das Verdienen, überhaupt hier aufgenommen werden zu können. So, solange keiner da ist, plündere ich erstmal schnell, soweit es geht. Wurfteuf und Schnaps des Kämpfers. Ich bin kein Goldschmied. Goldschmied, das gibt es also auch noch zu lernen. Von Runenmagie verstehe ich nichts. Okay. Damit hätten wir die Zitadelle auch fertig. War ja doch gar nicht so groß. Hier gibt es auch noch kein neues Event. Dann würde ich jetzt erstmal zurück zum Schiff.
Und nach Taranis und Dama bei den Magiern vorbei. Komm mit. Das ist nicht nötig. Ich will sie auch eigentlich wegpacken. Das ist nicht nötig. Sie jetzt fallen lassen? Stehst du im Weg? Such dir wen anders zum Reden. So, geht das jetzt? Einfluss 40. So gut bin ich auch nicht. Da fehlt mir noch 5. Einfluss 40. Und das kostet 4000. Dann hau ich erstmal zu den Magiern hoch. Es ist nicht nötig. Ich habe noch nicht rausgekriegt, was ich mit dieser Sicht überhaupt machen kann, was mir das bringt. Aber egal, ich schau jetzt erstmal zu den Magiern. Vielleicht kann man sich auch mehreren anschließen. Überall auf Taranis wachsen Kristalle. Magische Kristalle. Die setzen wir in die Artefakte ein und wirken damit mächtige Zaubersprüche. Komm gleich. Ist da bestimmt irgendwas? Ich dachte, da steht wer, aber es war nur irgendein Kraut oder so. Oh, gar nicht gesehen, dass es runtergegangen ist. Wein, Silberbecher, Silberkarfe, magische Kristalle. So, da liegt eine gute Puppe. Chill mal. Also Schaden macht meine neue Waffe auf jeden Fall ziemlich gut. Baumwürger. So, geht's hier auch noch weiter? Ein bisschen. Aber nicht wirklich. Folge mir! Jo, ich bin direkt hinter dir. Wo wir gerade hier ist, wie man du ab. So, schon viel besser. Ich war viel zu nah mit der Kamera. Folge mir einfach. Das ist witzig. Jeder, der mich hier begleitet, hat irgendwas zu erzählen oder sonst wie. Wow. Nicht mehrere. Ich gucke, ob ich mir eine neue Waffe schon habe. Boah, es sind 3 sogar. Vier. Dass wir hier zu dritt sind. Ich wette, hier gibt's noch mehr. So, mittlerweile kann ich sie ausplündern. Bleib schön an meinem Heck. An meinem Heck. Schön, das war's. Ich bin fertig hier. Gehen wir weiter. Alles klar. Zu schwierig. 15 fehlt. Ich finde es schade, dass man sich keine Notizen auf der Karte machen kann. Wo ist denn mein Freund?
ist eigentlich in Richtung Ausgang gelaufen. Ah, okay. Folge mir! Die nächste Höhle, oder was? Es gibt zwei Wege zum Lager. Der Weg oben durch die Höhle ist kürzer, aber man sieht nicht so viel von der Insel. Der Weg unten durch das Tal ist etwas länger. Die Entscheidung überlasse ich dir. Also? Tja. Kürzer ist wahrscheinlich gefährlicher. Nehmen wir den kürzeren Weg durch die Höhle. Gut. Länger ist wahrscheinlich einfacher. Folge mir einfach! Da vorne! Vor allem. Warum krieg ich hier Aggro, wenn er doch zuerst dran war? Das hätte ich dir vorher sagen können. Wir brauchen natürlich auch viele Kristalle. Zum Glück haben wir die Gnome. Fleißige kleine Butler. Kreuzfeuer ist so blöd. Bleib schön an meinem Heck. Aber ich finde 100 relativ wenig eigentlich für die. So, das waren eigentlich Vierer. Einer ist irgendwie in der Wand verschwunden. So, der geht da oben lang, also gehe ich da noch nicht lang. Man hier? Nur optischer Pilz, okay. Folge mir! Das war's schon. Folge mir einfach! Wie sicher gibt es wirklich überall? Was war's mit dir? So, jetzt ein Kopf. Fast vergessen, wenn du bei den Magiern bist, schau dir unbedingt den Reaktor an. Ist ein echter Hingucker. Der Reaktor. Bei Reaktor muss ich immer an Final Fantasy 7 denken. Das war's vermutlich. Erinnert mich ein bisschen an Gothic 2. Tempel links und rechts. Kommt mir bekannt vor. Ja. So, aktivieren wir den Teleporter noch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder eine Pause.